Hallihallo und auch Hallöchen hier mal wieder. Wir machen jetzt eine kleine Tutorial-Serie über die doch wichtigen Sachen wie ADF, NDB, also VOR Navigation, und so weiter. Navigation. Im Allgemeinen, du sagst jetzt Funknavigation. Genau. Heute fangen wir an mit dem ADF. Wir befinden uns hier auf dem Stuttgarter Flughafen, EDDS, und fliegen via ADF nach... Wo fliegen wir hin? Reiching? Genau. So, fangen wir erstmal an. Wir müssen jetzt natürlich umstellen auf ADF 1 zum Beispiel. Jetzt sehen wir hier schon die Nadel. Die Nadel zeigt direkt nach rechts. Ja. ADF haben wir eingestellt auf die Frequenz von Donaueschingen. Die Frequenz findet ihr ganz einfach, indem ihr auf die Karte geht. Ja. Wird es recorded? Die Karte wird nicht recorded. Wieder zurück. Man sieht nicht die Karte leider. Also dann geht ihr da drauf und dann ist da so ein rotes Kreis hier mit so roten Strichen außenrum. Ja, so gepunktete Strichlinien. Genau. Und da müsst ihr dann hin. Und da steht die Frequenz, in dem Fall 490 kHz. Genau. Es sendet nämlich auf Langwellen. Oder auf Mittel- und Langwellen. Ja, Mittelwelle. Mittellang. Mittel. Ja, das ist eher Mittelwelle. Eher Mittel. Langwelle sind so diese 3 Meter. Längenwellen. Okay, du sagst an, wann ich rotieren kann. Wie ist die Spiegelwelle? Da. Ich kann rotieren. Ja, ich habe keine Ahnung von dem Wirtschaft. Okay, hier rein. Ja, rein, jawohl. Flaps auch rein. Wunderbar. Geschwindigkeit nur noch die Hälfte, weil das reicht bei dem Jet. Was ich schön finde hier, ist, man muss kein Seitenruder geben. Nee, der ist so schön voll zum Fliegen, guck. Ja. Ah, schau mal. Die Nadel wandert mit. Siehst du es? Ja, die grüne Nadel. Oh shit, aber die viel zu hoch, Nadel. Warte mal. Aber schau mal, die Nadel, die ADF-Nadel, kann sein, dass sie vielleicht einfach nur maximal 90 Grad anzeigt, dass sie zu faul ist zum Weitergehen. Weil theoretisch müsst ihr jetzt gleich, sich gleich mal bewegen. Wenn sie sich gleich bewegt, also eigentlich müsste sie bis 180 eigentlich schon Grad aber gehen. Aber vielleicht ist das eine faule Nadel. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sind wir noch nicht auf Kurs. Das ist schon mal sicher. Wir sind noch nicht auf. Oder kann es sein, dass die Nadel einfach bleibt und der Dinger außenrum einfach mal. Nein, die müssen eigentlich irgendwann ist sie. Na, wir werden es mal sehen. Wenn wir jetzt auch mal so. Nee, das ist die falsche. Warte mal. Ah, jetzt. Das ist VOR. Nee, das ist VOR, WRB. Was weiß ich, was es ist. Ja, das grüne ist VOR. Das grüne ist VOR. Was immer wieder als VOR. Du musst es andersrum. Ja, andersrum. Das ist ADF. Ja. Wir kriegen die Frequenz rein. Hörst du es? Ja, das ist dann. Das ist die ADF-Frequenz. Das war der Morse-Code. Ja, klar, aber. Aber wo ist denn Donaueschingen? Warte mal. Ungefähr da, oder? Da. Müsste das Donaueschingen sein. Das ist Donaueschingen. Oder? Okay, warte mal. Merkst du was? Merkst du was? Ja. Nee, merk nichts. Nein. Warte. Oder? Nein, es hat nichts. Aber wir kriegen die Frequenz rein. Aber vielleicht sind wir noch zu weit weg. Wie ist das hier draußen? Deshalb steigt er so. Aber eigentlich, also wenn wir es reinkriegen, dann kannst du nicht zu weit weg sein. Es ist auch nicht zu weit weg. Es ist recht nah. Wieso kriegen wir denn keine gescheiten Richtungs... Informationen? Das macht doch gar keinen Sinn. Absolut keinen Sinn. Also wir sind ziemlich gut auf Kurs. Da, EDTD, das ist Donaueschingen, würde ich sagen. Das ist Donaueschingen, das ist perfekt Donaueschingen. Aber die blaue. Immer noch auf VOR, guck mal. Machen wir es mal ganz aus. Machen wir es vielleicht hier vergessen anzumachen. Nee, komm, ADF1 ist an. Und NAV1? Also die VOR aus. Brauchen wir aber nicht NAV1. Die sind auch aus. Ach, leck mich doch, das scheint viel zu schlimm. Ich hab jetzt mal einen Autopiloten rein, das regt mich jetzt auf. Willst du mir mal anzeigen, wie hoch das sei?
Nee, das. Warte halt, ist der. Irgendwie. Nee, stimmt dann nicht. Die Flaps sind draußen. Die sind nicht draußen. Guck mal, warum schneiden das so? Haben wir die Trimmung eingestellt? What the heck? Wir tun gar nichts und die. Alter, das Flugzeug ist scheiß. Oh, oh, oh. Junge. Was ist wieder los? Die Trimmung eingestellt, warte mal. Nicht zu schnell, ne, oder sowas. Wo ist die Trimmung? Ist alles draußen? Set? Passt? Na, geh mal da weiter. Da müsste irgendwo die Trimmung sein. Wo ist die Trimmung? Du kannst sie doch im Cockpit auch per Dings öffnen. Das heißt so ein Knopf, glaube ich. Stimmt, warte mal. Du kannst ins normale Cockpit gehen, ja, und dann ist hier so ein Ding da. Nee, es ist nicht da. Da könnte was sein. Nee. Pitch doch drin. Mal los. Ja, wir sind auch langsam, guck. Aber wir sind halt auch langsam. Ja, warum ist das VOA denn? Nein, wir haben das VOA doch ausgemacht. Warte mal, schauen wir mal hier PS um. Zack. Aber auch nicht. Stimmt auch nicht, weil wir sind recht zu weit rechts. Sorry Jungs, wir müssen das Flugzeug wechseln. Okay, warte, das ist komisch. Das ist richtig komisch. Sorry für den kleinen Blackout. Nimm die gute alte Beechcraft Baron. Ja, also. Mit der habe ich schon mal hingekriegt. Guck, warum zeigt hier das ADF an? Siehst du, wie es anzeigt, die grüne Nadel? Ja, zack. Und die sagt uns auch, jo, das sieht passend aus. Falls irgendjemand eine Ahnung hat, warum das nicht klappt, sagt bitte. Ja. Also mit der Baron hier, wir sehen, also unser Dinger zeigt uns soliden Kurs an. Richtig soliden Kurs. Wenn wir den Kurs jetzt nehmen, dann kommen wir direkt nach Donaueschingen. Was ist das, was wir vorher falsch gemacht haben? Falls hier irgendjemand weiß, was wir falsch gemacht haben, sagt bitte. Ja. Ich habe nämlich keine Ahnung, was falsch war. Ich auch nicht. Warum steigt das auch so wie Sau? Guck mal. Ja, beides geht. Es geht, es steigt nicht so. Aber der Learjet, warum steigt denn der so? Weiß nicht, irgendwas da mit dem. Das gleicht sich aus, weil es wird langsamer, dann steigt's. Ja, aber wir sind halt auch auf ziemlich viel Schub, ne? Dann. Ja, eben. Im Außenschub. Tun wir mal raus, so. Das gefällt mir nicht, das Bild. So gefällt's mir. So ist aber. Guck mal, der hat die. Guck, wir kriegen die VOA-Frequenz rein. Warte mal, was ist jetzt VOA hier? Die Nadel? Die, das gelbe Teil in der Mitte, das ist das VOA, weil da. Nee, warte mal. Irgendwo müssen wir den Kurs einstellen können. Ja, hier, VOR, da siehst du VOR 2. VOA ist die Nadel, also ist die ADF Nadel ist das. Warum muss das immer unterschiedlich sein? Können die das nicht mal norm? Jetzt sind wir auf ADF-Kurs. Die gelbe Nadel ist der ADF-Kurs. Genau, Jungs. Das andere war VOA. Jungs. Aber das ist in dem Fall. Schau mal, Pitch ist eigentlich auch. Ist ja. Pitch ist entfernt von Donaueschingen. 35 nautische Meilen. Egal, ja, stimmt, wir haben jetzt ja Zeit und dann können wir euch mal zeigen. Wunderbar, wie wir sind. Die 30-Grad-Methode. Also, ihr folgendes Problem: Ihr seid auf einem ADF-Kurs, wollt aber wissen, wie weit das ADF noch weg ist von euch. Wie macht man das, Philipp? Das NDB meine ich. Ja, wie macht man das, Philipp? Tja, da gibt es diese 30-Grad-Methode. Korrekt. Das heißt, wir werden jetzt Relative Bearing von uns aus 30 Grad nach links. Welcher Steuerkurs wäre das dann? Das ist voll zum Ablesen. Nein, du bist nicht zu voll zum Ablesen. 1,7 noch was, oder? Ja, wir sind jetzt auf 2,10, 207. Ja, auch da 205 hätte ich es gesagt. Ja, 207. 207 minus 30, Philipp. Genau, sind wir auf 177. Ungefähr. Machen wir jetzt einfach mal 177. So, Dele. So, dann müssen wir
Warte, sobald wir auf Kurs sind. Okay, würde sagen, der Kurs passt. Mhm. Weißt du, was wir vergaßen? Vergaßen. Nein. Vergaßen. Das ist ein... Keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall dreht der mit. Bräuchte eine EDF-Anzeige, die stur ist. Wieso? Geht doch da... Nee, stimmt, wir müssen... Egal, warte mal. Wie geht, war jetzt der Kurs? Geht genauso. Wie war der Heading am Anfang? 207. Egal, wir haben jetzt... Wir müssen nochmal zurückkehren, wir haben vergessen, die Zeit zu stoppen. Wollte gerade sagen. Stimmt nämlich, weil es geht nämlich auch die Methode mit dem. Das war gerade ein kleiner Denkfehler. Gut. Also, sobald die Kurve ausgeleitet ist... Stoppt irgendjemand die Zeit? Ich habe hier ein iPhone. Die Zeit, also iPhone, Zeit. Bis, warte mal, wir müssen hier von Kurs 210 auf 220... Muss die Nadel gehen hier? Nee, die ist ja schon auf viel ist die? Die ist schon auf 220. Ja, du musst ja auf 230 gehen. Die Nadel muss auf 230 gehen und wir müssen 30 Grad nach links. Wir müssen 30 Grad nach links. Logischerweise Steuerkurs 180. Ja. Also wir müssen Steuerkurs 180. Und sobald die Kurve ausgeleitet ist, stoppen wir die Zeit. Korrekt. Okay, stoppen wir die Zeit. Und jetzt müssen wir gucken, bis es auf 2,30 ist. Hier unten, schau. Mhm. Bis es hier auf da. Hier. Bis die Nadel da ist. Guck. Genau, und dabei sollten wir unseren Kurs möglichst nicht verändern. Genau. Correctement. Sind wir eigentlich entfernt schon? So. Die kommt langsam, aber sie kommt. Ich weiß, sind noch recht. Ja, nur so weit sind wir jetzt auch nicht entfernt von, aber. Ja. Ah, 25. Ist gar nichts, ey. Ah, doch, ganz langsam. Wenn du siehst, wie weit die auseinander driften. Ja, okay. Vorher waren die nahezu beieinander. Glück ist aber das Video auch schon passiert. Beziehungsweise. Nee, es gibt gar kein Video. Aber wieso hat er dann gerade geswitcht? Keine Ahnung. Hatten wir gerade ein komisches Video. Ich mag das Video auch nicht. Ah, gleich, guck, gleich sind wir auf 2,30. 2,25 sind wir. Als erstes werden wir rausbekommen, wie viel Zeit wir noch brauchen bis zum NDB. Dafür nehme ich ein Zettelchen und schreibe schon mal die Kursänderung hin. Und zwar lautet die Formel Zeit in Sekunden durch 2 mal der Ausschlagkurs vom NDB aus. Also 2 mal 10 Grad. Bedeutet, man bekommt dort dann die Zeit zum NDB raus, in Minuten. Zum NDB. Genau, passt jetzt? Fast. Fast. Noch 2 Grad. Circa. Ja, jetzt, oder würde ich sagen? Dann machen wir über 2,30. Kann man einfach rechnen. Eben. Passt so, genau mit den 2,30, gell? Ja. Gleich. Wird... Gut, passt. Also 2 Minuten 30 sind wie viele Sekunden? Das sind 120 Sekunden sind 150 jetzt gesagt. 150 durch 20 oder 15 durch 2, 7,5 Minuten bis zum NDB. Das kommt hin. Jetzt können wir wieder auf Steuerkurs schwenken. Schwenk du mal auf Steuerkurs und ich schwenke auf Steuerkurs. Berechnen noch die verbleibenden nautischen Meilen bis zum NDB. Die Formel lautet IAS. Wie ist die IAS, Philipp? IAS war 130, war es vorhin, oder? Ja, 135 vielleicht. 135, ja. Also die IAS war vorhin 135, Indicated Airspeed übrigens.
135 mal 2,5, weil 2,5 Minuten haben wir ja gebraucht, durch 20, wegen 2 mal 10. Bedeutet, jetzt brauche ich einen Taschenrechner. Der Wix brauchen wir es nicht, aber ich bin zu faul. Ja. 135 mal 2,5, 337,5 durch 20, warum nicht 400? Durch 20, 16,875 nautische Meilen sind wir vom NDB entfernt. Das war jetzt eine recht simple Rechnung, aber recht simpel zum Rausbekommen. Und es kommt auch ungefähr hin. Jupp, das passt. Wir haben es drauf. Immer doch. Wer will die Landung machen? Willst du oder soll ich? Ja, mach du. Okay, du bist der Flugpilotenchef-Sessel. Okay. Juhu. So, der Chef ist jetzt auf dem Platz. Wie ist denn eigentlich das Heading von der von Donaueschingen, weißt du das? Was war der Heading? Wusste ich mal, weiß ich aber nicht mehr. Da kommt schon das 3-0 und 1-3-0. Und 1-2 und ich glaube, die haben 3-6 und... Also ich hätte meine Antwortkarte nicht drehen sollen. Ich meine 3-6, aber ich kann auch was anderes sein. Sieht zwar schön aus, aber ist total unpraktisch, finde ich so dieses 3D. Realistische Dinge, weißt du? Ja. Normal ist es ja alles auf einem fixen Punkt und dann ist es von dort aus immer so weit weg entfernt, weißt du, wie ich meine? Ja. Warum funktioniert das jetzt? Warum hat das jetzt eigentlich so einfach funktioniert mit der und mit der anderen nicht? Weil die andere TAS, gell? Was? TAS. True Airspeed. Warte mal. Wie? Nee. Ich kann gar nichts. Keine Ahnung, lass es einfach. Egal. Zu viel denken. Ja. Nicht denken, lieber machen. Genau. Gut, wir sind ziemlich genau auf NDB-Kurs, wie man sieht. Wunderbar. Wir können jetzt sogar schon das wieder ausmachen hier. Höhe ist auch okay. Ist das eigentlich German Landmarks? So halb, oder? So halb, also ich habe sie eigentlich installiert. Ja, doch, weil die Brücke, die Rheinbrücke in Konstanz ist eine Brücke. Und kein auch wenn Brück. Sie nicht sehr detailliert ist. Aber sie ist immerhin kein Waldstreifen. Immerhin ist sie eine Brücke, genau. Ich wusste gar nicht, dass so bergig ist am Schwarzwald. Ja, doch, ist schon ein bisschen. Oder auf der Alp ist es ja. Die Schwäbische. Ist das die Schwäbische Alp oder ist das der Schwarzwald? Das ist eher Schwarzwald. Ja, Schwarzwald, gell? Guck mal da, die Zickzackstraße, die ist lustig. Die ist sehr praktisch. Weil, wieso haben sie da rumgebaut? Wieso haben die sich da durchgebaut? Ja, durchgebaut. Spezialisten. Genau wie bei der Westtangente hier, weil da so ein paar Dreckschmetterlinge hausen. Tja, das geht nicht. Und wir sind direkt auf Kurs. Theoretisch können wir jetzt sogar noch ein DMI einstellen. Hat das Ding DMI? Warte, hat das Ding DMI? Das hat ein DMI. Das hat ein DMI, da rechts das Ding. Weißt du noch die Frequenz? Donaueschingen DMI? DMI-Frequenz, 110,55, gell? Irgendwie, es war 100 noch was, ja, aber... Ich glaube 110,55 war es. Probieren wir vom 110,55. Probieren wir es mal. 110,55. 55, DMI, Standby Active. Ah, guck, 14,3 nautische Meilen. Und wir haben ausgerechnet 16. 16,8, das war aber vor ein paar Minuten, also kommt ungefähr hin. Ungefähr, ja. Ah, jetzt kriegen wir drauf rein. Das Gepiepe nicht. Geht ein Beef-O. Schade, dass man nicht abstellen kann, das Beef-O. Passt. Jawohl. Hier würde ich aber gerne hören, ob es wirklich Donaueschingen ist. Aber man hört es halt nicht, leider. Weil es keine Tondings drauf gemacht ist. Also mal gucken, ob hier bis zu den nächsten Flughafen. Wir machen jetzt Donaueschingen-Villingen rein. Mhm. Weil 24, was? Nein, 2. Okay. Warte mal, wir wollen aber nicht noch zurück, gell? Zürich, Kontrollturm, Beach. Wir wollen nicht nach Zürich. Wieso hast du jetzt Zürich eingestellt? Einflug in rechts gegen Anflug, Landebahn 3-6. Was ist Zürich? Wieso? Ich habe ja eigentlich Donaueschingen eingestellt, guck, aber man wird nach Zürich gemacht. Wieso haben wir Zürich Kontrollturm? Aber er sagt hier. Guck, doch. Ha, siehst du? 3-6. Ach, ist 3-6. 3-6. Ich hab's gewusst. 3-6.
Ach. Ja, egal, dann machen wir einfach. Was rechts Gegenanflug. Warte mal, rechts Gegenanflug. Aber wieso haben wir denn Zürich? Rechts Gegenanflug, Alter. Nein, ich fliege doch keinen rechten Gegenanflug. Leck mich. Okay, das ist komisch. Ich fliege doch keinen rechten Gegenanflug. Ich will dann den linken Gegenanflug fliegen. Ich bin doch nicht blöd. Das macht keinen Sinn. Wenn du rechten Gegenanflug fliegst, was soll denn das? Du fliegst einfach immer Rechtskurve, meinen rechten Gegenanflug. Ja, du machst aber die ganze Zeit, aber... Warum? Aber ich fliege doch jetzt keinen rechten Gegenanflug. Egal, der kann mich mal. Ja. Vor allem, dass wir hier den Zürich... Kann man bei der nur aus 3-6 auf die 3-6 landen? Eigentlich nicht, oder? Ist doch scheißegal, es kommt immer auf den Winter. Ja. Komm, scheiß drauf. Wir landen einfach. Guck, wir sind auf ADF-Kurs. Ja. Und ziemlich nah dran. Jo. Ja, bei einem rechten Gegenanflug könnte ich doch fliegen, oder? Ja, du kannst ihn schon machen, also es geht schon, aber. Ja, so und dann so rein, oder? Ja. Schon möglich. Wird eigentlich bei Landebahn ist inbound oder outbound? Weißt du, wie ich meine? Wird die Richtung, wohin die Landebahn zeigt, oder andersrum? Also 360 oder 180? Weißt du, wie ich meine? Wenn sie in Norden geht, wird 360 oder 180? Ich glaube 360, ich glaube, ja, ich glaube da, wohin sie ja, dann ist es die zeigt, weil... Die outbound, keine Ahnung. Ja. Sieht man schon wegen dem Flugplatz. Warte. Ja, der ist da hinter diesem... Oder war es denn nicht hinter dem... Nee, nicht hinter... Nee, wir sind ja noch viel... Nee, wir sind noch weit weg. Das, der ja, ist hinter... So der ist hinter... 5 nautische Meilen oder so, circa. Ja, aber ich weiß, der ist hinter irgendeinem so Buckel. Ich glaube, hinter dem oder was. Na, ja, also, die sehen alle gleich aus hier. Hast du bei Platzrundenkarten dafür Donau-Eschingen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nicht hier, ich kann sie suchen, aber... Ja, nee, egal, lass mich. Ich hätte mein iPad mitnehmen sollen, dann habe ich die Jeppesen. Ich glaube, ich hatte sie hier eingezeigt. Ich hatte sie hier auch mal, aber. Die Platzrunde. Das war auf dem. Egal, wie viel Platz. Da ist der Platz, oder? Nee. Was? Da könnte er sein. Könnte hinkommen. Guck mal. Ich bin nie in Donau-Eschingen gelandet. Auch von der. Könnte hinkommen, ja. Von der Distanz her kommt es hin. Also, er sieht wie Donau-Eschingen aus. Ja, warte mal. Kommt es immer darauf an, von wo aus wir den Gegenanflug fliegen. Fliegt man den. Die Platzrunde so, von hier nach hier, oder fliegt man sie von hier nach hier? Müsstest du wissen, als Donau-Eschingen erfahrener Pilot. Ja, jetzt guck mal, erfahren, guck mal, kann man auch nicht sagen. Man fliegt sie so, weil hier sind die Landing. Ja. Also man fliegt sie so rein. Fliegt sie so rum, ja. Also so. Also dann passt es schon wieder. Dann passt es wieder, also ja. Fliegt man die Platzrunde so und nicht so. Ja, das passt. Okay. Ja, fliegen wir erstmal den Flugplatz. Ja. Mal das virtuelle Cockpit schalten. Wie ihr seht, Donau-Eschingen hat einen wunderschönen Flugplatz mit ADF. NDB meine ich, sorry. Non-Directional Beacon übrigens. Ja. Und wir haben jetzt so einfach nach Donau-Eschingen gefunden. Genau. Ohne fancyes GPS, obwohl es damit leichter wäre. Viel einfacher. Ja, wobei, nee, eigentlich nicht. Jetzt ein gescheites Flugzeug ist und nicht so ein Drecksliederjet da. Ja. Irgendwo muss das Landetädern und da unten sein, oder? Ja, wie das ist hoch dabei... ist eigentlich die Platzhöhe in Donau-Eschingen? Boah, hab ich mich gesagt. Wie hoch ist Donau-Eschingen? Donau-Eschingen, warte. Wie viel Fuß? Weiß ich nicht mehr auswendig. Ich weiß noch gar nicht. Nein, der will doch die 3,6, gell? Der will die 3,6, also es ist doch so rum, weil da ist die 3,6. Also stimmt, die da Platz ist die 3,6. Doch andersrum. Sie doch andersrum. Hä? Ah, egal. Wir nehmen jetzt einfach die 1,8. Scheiß drauf. Komisch. Ist egal, ich habe jetzt keinen Bock wieder umzudisponieren. Ja. Ja, oh, man sieht, mit Anflugkarten wäre alles einfacher. Ja, hätten wir die da, aber... Die Vergaservorwärmung. Wo ist die überhaupt? Lass mich einfach. Platzrunde doch andersrum. Ja, egal, also Jungs, das ist keine richtige Platzrunde, die ich hier fliege, gell? Nee, das ist einfach nur Faulheit von mir. Genau. Und einfach ein ganz
Ein gefühlter Anflug. Kein geplanter, irgendwie kein. Ja. Keine Ahnung, wo lange ich fliege, aber ich fliege halt irgendwo zur Landebahn. Ja, so halbwegs in einem kringelförmigen Dings zur Landebahn hin. Sollte passen. Halbwegs in einer. Einigermaßen. Okay, in einem Platzrunde, weil es ist keine Platzrunde, die ich hier fliege, aber ich sag's zum tausendsten Mal, es ist keine Platzrunde. Dann mach ich den Scheiß auch schon mal. Ja. Ich hau mal das Gier raus. Gier ist immer gut. Das macht uns langsamer. Die Flaps sind auch komplett draußen. Ja. Also eigentlich die Landing Speed mit der Dings. Mit der Reach Girl. Mhm. Keine Ahnung, wie fliegt die? Ich auch nicht. Das Cockpit gefällt mir besser, aber die ist schwieriger zum Einstellen von den Instrumenten da. Ja, die ist cool. Den ganzen Seich. Vor allem musst du da immer irgendwie umschalten und switchen und sowas. Eben. Da hast du alles reingeklatscht und. Ja, wobei da sieht man es doch, wie die Landing Speed ist, bei 80 Knoten so. Ja, klar, da hast du diesen Indicator, aber den hast du da. Irgendwo haben sie so ein Strichling gemacht. Da ist dieser da, hier bei dem 88 oder sowas. Also, eine Handbreite und der Aufsetzpunkt. Oh, circa. Circa kommt hin, ja. Bisschen wieder Gas geben. Horizontallage. Zentrallage, warten bis es sinkt. An den Horizont und landen. Guck, wunderbar. Ja, wunderbar. Oh, guck, wir hatten keine Landerlaufen. Wir waren in der falschen Landebahn. Oh nein. Wir sind aber böse. Ja. Naja, egal. Wie ihr seht, wir haben eine wunderschöne Landung hingelegt in Donaueschingen. Nur durch NDV-Navigation. Oder ADF-Navigation. ADF mit NDV. Ja, das soll der Maul halten. NDV mit ADF. Genau, vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau. Ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß noch bei dem, was ihr heute tut. Ajo, und man sieht sich beim nächsten Funknavigationsvoltag. Und zwar ist es dann was? Weiß nicht. Guck mal, der hat seine Hand am Gas. Guck mal, da, der tut so. Oh. Ja. Genau, beim nächsten Funktutorial. Und das ist dann mit VOR. Ja. Wunderbar. Also, danke fürs Zuschauen. Danke und tschüss.